So, nachdem ich die letzten paar Booster jetzt richtig hart mittlerweile enttäuscht haben. Theorize Beyond Death. Ich habe noch mal eins aus dem Laden mitgenommen. Das war das letzte, was wir noch rumliegen hatten. Ist auch schon ewig alt, das Set. Für mich. Das ist auch nicht mehr so das Neueste, auch wenn ich immer sehr weit im Voraus aufnehme. Aber naja, gucken wir uns das hier mal an. Was? Okay. Yzlian Caryatid. 2 Mana 1-1. Man kriegt Mana beliebiger Farbe und wenn man eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher hat, kriegt man 2 Mana. Pios Wayfarer. 1 Mana 1-2 mit Constellation, dann kriegt eine Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Sleep of the Dead. 1 Mana Sorcery. Eine Kreatur wird getappt und enttappt nicht bis zum nächsten Enttapp-Segment. Und man kann es escapen für 3 Karten und 3 Mana. Traumatuges Familiar. 3 Mana 1-3 fliegend, wenn der Spieler kommt. Scry 1. Captive Unicorn. 5 Mana 4-4 mit Constellation. Und immer wenn eine Verzauberung ins Spielfeld kommt, kann man eine Kreatur tappen. Funeral Rites. 3 Mana Sorcery. Man zieht 2 Karten, verliert 2 Leben. Und was? Ach, man muss selber die obersten 2 Karten auf Friedhof legen. Okay, man mildt die obersten 2 Karten seines Decks. Die fühlen sich komisch an, die Karten. Starlight Mantle. 2 Mana Verzauberung. Man verzaubert eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Die Kreatur kriegt bis zum Ende des Zuges Hexproof und +1/+1 kriegt sie dauerhaft. Irrelevant Revealers. 3 Mana 2-2. Wenn die Spiel wegkommen, entweder zerstört man einen Artefakt oder sie kriegt Eile. Das ist dämlich für einen Satyr. Aber na gut, es sind halt die Party, Leute. Virikian Typhoon. 4 Mana 4-4 mit Escape und 4 Karten exilen für 7 Mana und dann kriegt er 3+1/+1 Marken. Triumph Search, 4 Mana Instant, zerstört eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher, man kriegt 3 Leben. Hero of the Nyx Burn, 3 Mana 2-2, wenn ins Spielfeld kommt, kreiert man einen 1-1 Human Token. Und immer wenn man einen Spell castet, der den Target. Und immer wenn man einen Spell castet, der den targetet, kriegen alle Kreaturen +1/+0. Wild Wand Denial, 3 Mana Instant, ne. Für jedes Spell oder Fähigkeit muss der Gegner 4 Mana bezahlen auf dem Stack. Und sonst wird es gekontert. Commanding Presence, die Karte ist einfach geil gezeichnet. 4 Mana verzaubernde Kreatur, die verzauberte Kreatur kriegt +2/+2 und Erstschlag. Und immer wenn diese Kreatur im Gegner Kampfschaden zufügt, kriegt man einen 1-1 Human Soldier. Das ist cool. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott, Elspeth Sun Champion. 4 Mana, 5 Marken in einem alternativen Artwork. Wow, geil. Geil. Habe ich ehrlich gesagt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Astrein. Geil. 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 Ab 2 Kreaturen kriegen +2/+1. Man kreiert Humans. Man kriegt 5 Leben mit Escape. Oh, dieses Artwork. Ja, cool. Da freue ich mich. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Wenn ja, könnt ihr mir das ja in diesem Video mal zeigen. Schreibt mal drunter, welches Set ihr denn so in diesem Jahr so am besten fandet. Ist ja auch nicht mehr so lange das Jahr. Dementsprechend, ja, was war euer Highlight? Fange ich damit schon mal an? Haben wir schon Weihnachten? Nee, haben wir noch nicht. Aber, naja, wir wissen alle, Weihnachten kommt bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.